Hallo liebe Dartsportfreunde zu einem weiteren Video in Ollis Dartgarage. Schön, dass ihr reinschaut. Es gibt Neuigkeiten von Triple 20. Ihr erinnert euch, das ist die Company um Wolfgang und Jürgen mit Triple 20 Dartsshoes.com. Ja, die Dartsschuhe habe ich relativ früh in einem Video mal ausführlich vorgestellt, mich damit auch auseinandergesetzt und ich für mich persönlich habe sie auch schätzen und lieben gelernt. Ich trage sie im Training wie auch in meinen Ligaspielen. Und seither hat sich das Ganze ganz toll entwickelt und die Dartsschuhe haben inzwischen Einzug in den Profibereich gehalten. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Devin Peterson, The African Warrior, Markenbotschafter für Triple 20 ist. Der trägt die Schuhe offiziell auf seinen Turnieren und hat das eben auch auf seinem Shirt stehen, also das Triple 20 Logo. Aber da gibt es zum Beispiel in Österreich Mensur Suljovic, Roby John, Rusty Jake Rodriguez, die beiden Brüder tragen ebenso offiziell die Triple 20 Dartsschuhe. Auch ein José Justicia, Boris Kritschmer oder ein Ross Smith, The Smudger, tragen ebenso Triple 20 Dartsschuhe. Und auch hierzulande in der Bundesliga zählen die Dartsschuhe zur Grundausstattung. Zum Beispiel beim KSC, Nostradamus oder der Dartfabrik Leipzig. Grüße gehen an euch raus, Jungs. Ihr macht da wirklich eine schöne Arbeit. Also, die Dartsschuhe verbreiten sie... Gesundheit, Max. Ja, der Hund muss auch mal niesen. Hast du es gleich? Kann ich dir helfen? Sorry. Ich glaube, er hat sich beruhigt. Ich selbst spiele auch mit diesen Schuhen, möchte sie auch nicht mehr missen oder wieder hergeben. Gibt bisher nur ein kleines Problem. Wenn du mal unterwegs bist, das sind ja eigentlich Hallenschuhe. Also es sind wirklich schön gemachte Schuhe mit einer ganz tollen Sohle, die dir, wie gesagt, einen schönen Stand am Oki geben und die Schwankungsbreite deines Stands auch verringern können. Aber mit denen rennst du natürlich jetzt nicht draußen rum. Aber wo verstaust du die denn jetzt? Und das finde ich an der Stelle auch wieder schön. Jürgen und Wolfgang von Triple 20 Dartsschuhe sind ja auf vielen Events unterwegs, kriegen viel Feedback von Dartsspielern, von Hobby-Dartern wie jetzt auch Profi-Dartsspielern und lassen das halt in ihre Produkte und ins Portfolio wieder einfließen. Also auch hier sieht man, da findet eine permanente Weiterentwicklung statt. Und das ist super. Zum Beispiel zu diesem Problem, ja wo, wie verstaue ich denn jetzt meine Dartsschuhe, gibt es auch eine ganz pragmatische, naheliegende, aber finde ich, schöne Lösung. Und zwar den passenden Triple 20 Dartsschuhs Rucksack. Und den Rucksack möchte ich euch hier einmal kurz zeigen und hier auch schon mal erwähnen. Ihr könnt ihn kostenfrei individualisieren lassen mit eurem Logo oder was euch immer da beliebt. Das ist im Kaufpreis enthalten. Und das Schöne ist, ihr könnt auch einen von diesen Rucksäcken gewinnen. Die sind frisch auf dem Markt, frisch im Shop bei Triple 20 und sie waren so lieb und nett, mir einen für euch zur Verlosung zur Verfügung zu stellen. Lieben Dank an dieser Stelle, finde ich, ist eine nette Geste und jetzt schauen wir uns den Rucksack mal ein bisschen an. So, und wenn es heißt, demnächst geht es jetzt auf ein Darts-Event oder Darts-Turnier, dann sind das so im Wesentlichen die Dinge, die ich eigentlich immer mitnehme. Natürlich Schlüssel, Smartphone, Portemonnaie mit ein bisschen Bargeld sowie auch meine Kopfhörer. Wenn diese Geräte mal den Saft verlieren, will ich unabhängig sein. Deswegen habe ich immer auch eine Powerbank mit passenden Kabeln dabei. Wenn alle Stricke reißen, als Notfalllösung immer auch noch ein Stecker-Ladegerät. Ebenso immer mit dabei ist bei mir eine Handcreme, eine Lippenpflege und einfach mal eine frische Minze für die Mundhygiene. Ja, ich finde, muss einfach auch mal sein, wo wir gerade beim Thema Hygiene sind, auch ein oder zwei Masken. Ja, bei mir ist das mit der Brille in dem Alter so. Ich muss mich zwischen Lesebrille, Fernsichtbrille, Sonnenbrille und vielleicht coole Sonnenbrille für den Look entscheiden. Darum habe ich auch immer ein etwas größeres Brillenetui mit zwei, drei Modellen mit dabei. Das muss halt einfach sein. So, rein zum Dartspielen, klamottenmäßig, natürlich zählen dazu die Dartsschuhe. Ich habe immer auch ein zweites Paar Socken mit dabei zum Tauschen, um dich frischer zu fühlen. Das gleiche gilt für ein Darts-Shirt, habe ich immer zwei dabei, eins zum Wechseln. Und wenn es vielleicht mal frischer ist, zum Warmhalten auch nochmal eine Trainingsjacke. Und bei kleineren, kürzeren Events nehme ich sehr gerne immer hier meine Trinidad Kuma-Tasche. Da passen zwei komplette Set Darts rein und natürlich auch Ersatzmaterial. Ich mag die Tasche aber auch deswegen, weil wenn du dann auf dem Event selber bist, dann wirst du ja nicht den ganzen Rucksack mitschleppen, sondern nur die Essenz aus dem, was du brauchst. Und da zählt bei mir halt, dass ich das Handy hier sehr schön reinmachen kann. Ich kann meine Schlüssel hier drin super verstauen. Das Portemonnaie hat da drin Platz. Und dann habe ich eigentlich immer ganz dichte bei mir am Spielplatz das, was ich halt wirklich brauche und mir wichtig ist.
So, und eigentlich bei jedem Event zählen bei mir auch immer ein, zwei Handtücher mit dazu. Meistens so ein Mikrofaserhandtuch, das nehme ich, wenn ich irgendwas mit den Darts oder so mache. Und dann nochmal so ein bisschen gröberes Handtuch. Das ist einfach selber zum Abwischen, irgendwie was Trockenwischen, immer hilfreich, so ein Ding zu haben. So, Wasserflasche oder in dem Fall hier mein Holy Energy Drink habe ich dann auch meistens immer schon vorbereitet. Und geht das Turnier länger als einen Tag, dann nehme ich auch das ganz große Target Case nochmal mit. Jetzt nicht zwingend ein Repointer, weil ich bin komplett auf Swiss Point bei solchen Events. Da ist dann das Spitzenwechseln und so weiter viel leichter und du schleppst halt auch nicht so viel Gewicht mit. Dafür habe ich dann hier zum Beispiel Platz, wenn ich auch mal was aufnehmen möchte, meine kleine Kamera wieder mit Ladegerät und dem Netzteil und so weiter sicher verstauen zu können. Plus eben den zusätzlichen Darts-Kram, um bei anderen vielleicht mal aushelfen zu können. So, und dann zeige ich euch nicht das Marketing-Video, sondern einfach mal meinen Kram beiseite geschoben, Rucksack auf den Tisch. Und jetzt werden wir den gleich 1:1 vor der Kamera hier packen. Was mir an dem Rucksack schon mal gefällt ist, das ist hier ein recht stabil wirkendes, wasserabweisendes Polyestermaterial. Also fühlt sich schon mal von der Materialqualität gut an. Hier finde ich es auch ein schönes Detail, das unten ist so wie LKW-Plane, also sehr glatt und nochmal extra stabil den Boden gemacht. Klar, wenn du das dann irgendwo abstellst und so weiter, hast du nicht diesen ganzen Dreck und dass das nicht so schnell verkratzt. Das ist super schön abwaschbar und der Rest, wie gesagt, wasserabweisend, finde ich, ist schon mal ein Qualitätsmerkmal. Die Reißverschlüsse sind hier alle schön groß und leichtgängig und was ich auch immer sehr mag, sind immer diese ganzen Textildinger hier mit so Kontrastnähten dran, dann lassen die sich super einfach auf- und zuziehen. Ja, an Fächern, wenn ich das jetzt richtig sehe, gibt es hier einmal vorne ein relativ großes Aufsatzfach, dann gibt es ein großes Rucksack-Hauptfach mit einer Unterteilung und obendrauf nochmal eine kleine flache Tasche für so Kleinkram. Hier gibt es auch nochmal eine schöne rote Kontrastnaht oder an den Seiten hier richtig schön stabil vernähte Haken. Einmal links so ein Haken, einmal rechts, um nochmal was anzubringen. Das Einzige, was ich spontan vielleicht jetzt nochmal vermissen würde, wäre so eine Art Netz, wo man meistens immer so Wasserflaschen oder so mit reinstellen kann, dass, falls dir da mal irgendwie was ausläuft oder so, hast es halt nicht in deinen Sachen. Leer wiegt der Rucksack rund 500 Gramm und von den Maßen in der Höhe sind es ungefähr 50 cm, also ganz genau sollen es 48 cm sein. Die Breite entspricht knapp 30 cm und tief ist er rund 15. So, für die Dartschuhe ist er ja gemacht, also kommen die als erstes rein. Ich mache das immer so, dass ich in meine Schuhe auch hier meine Ersatzsocken und die Handtücher mit reinstopfe und dann gibt es hier ja extra dieses hintere Fach. Ich mache das dann so, an den Hacken kann ich es so schön leicht und rausnehmen. Hier gibt es dann nochmal so ein dehnbares Band mit Klettverschluss und die Schuhe sind schon mal verstaut. Hier ist jetzt rechts und links jede Menge Platz und durch die Höhe bzw. Tiefe kann hier noch jede Menge Zeug rein. Also, was mache ich als nächstes? Natürlich jetzt hier die Wasserflasche, nochmal checken, dass ich die gut zugedreht habe. Also die kommt bei mir dann hier so auf die linke Seite und wenn ich schon dabei bin, dann wären es jetzt meine Dartshirts als nächstes. So, dann kommt hier Dartshirt und Trainingsjacke. Das rolle ich dann immer so leicht zusammen. Das kommt bei mir hier so auf die andere Seite. Dann ist das schon mal gut verstaut und auch zugänglich. So, dann natürlich. Wir fahren ja nicht ohne unsere Darts auf dieses Event. Das kommt bei mir genau in die Mitte. Und dann habe ich hier noch mein Darts-Tüchlein. Das würde ich vielleicht sogar hier in das innere Fach einfach machen, dass das da nicht so umherwuselt. Genauso die Masken, also Sachen, die ich jetzt nicht zwingend und sofort immer benötige, aber wo ich weiß, zack, die sind da gut verstaut und klappern nicht umher. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Die Ladekabel würde ich hier reinmachen, genauso wie einmal das Steckernetzteil und die Powerbank. Ja, das könnte sogar sein, dass ich die einfach hier auch ins Hauptfach mache, wobei ich dann so tief graben muss. Nö, mache ich hier auch nochmal in das Netz rein. So, da haben wir ja schon ziemlich viel verstaut. Was würde ich hier in das vordere Hauptfach machen? Da geht ja auch noch einiges rein. Das wäre bei mir zum Beispiel gerade ein schönes Maß für meine Brillen. Einerseits sind die ja in ihrem eigenen Etui gut geschützt, aber hier muss ich natürlich auch relativ zügig, will ich daran, wenn ich lesen will oder irgendwas anderes machen, möchte ich da natürlich ran. Und dann finde ich es auch immer schön, sowas wie, guck, und da ist das Netz sehr praktisch, meine Handcreme hier zu haben, meinen kleinen Stift für die Lippenpflege, Stifte zum Schreiben, man wird ja immer mal gefragt. Und die Fisherman's, zap, zarab, rein damit. Ja, passt doch schon mal. So, eigentlich soll es damit
auch schon gut gewesen sein, finde ich, ist eigentlich eine schöne logische Einteilung. Eigentlich brauche ich jetzt nichts weiter als schnell zugängliche Sachen, die ich dann hier oben reinmachen würde. Nämlich sowas wie mein Portemonnaie, mein Schlüssel, wenn ich es jetzt nicht in der Jacke habe, und natürlich das Handy. Jetzt müsste ich es wahrscheinlich auch mal hinstellen, so dass das dann nicht rausflutscht. Und meine kleinen Kopfhörer, dann habe ich hier alles super schön zugänglich. Voilà! Und gepackt ist quasi meine Turniertasche. Na guck, alles ready to go. Ich habe all meinen Darts-Kram untergebracht. Finde ich schon mal gut. Hat wirklich eine Menge Verstaumöglichkeiten und ich habe für mich das Gefühl, alles auch an dem Ort und Fleck zu haben, dass ich da auch relativ schnell immer drauf zugreifen kann. Klar hat er oben nochmal eine schöne große Tragelasche, aber ist ja auch ein Rucksack. Natürlich hat er auch entsprechend leicht gepolsterte und nochmal verstellbare Trageriemen. Wenn du Interesse an so einem Darts-Rucksack hast, der ist ab sofort über Triple 20 im Shop verfügbar, kostet rund 40 Euro. Und wenn du dir ein bisschen was sparen möchtest, verwendest du den jetzt eingeblendeten Code oder einfach den Code aus der Videobeschreibung und dann gibt es nochmal 10% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Also nicht nur auf diesen Rucksack, sondern auch auf die Pflegeprodukte von Triple 20 oder auch die Darts-Schuhe, wenn das für dich im Interesse ist. Gibt es, glaube ich, auch beides im Bundle, also Darts-Schuhe zusammen mit diesem schönen neuen Rucksack. Und dann verwendest du einfach nochmal den Code am Ende von deinem Warenkorb und schon kriegst du 10% auf deine gesamte Bestellung. Klar kann man sagen, ey, das ist nur ein Rucksack, die gibt es ja tausendfach auf der Welt. Und doch ist es ja der Triple 20 Darts Rucksack. Also schon eine kleine Besonderheit und ich finde, man merkt auch hier wieder das Bemühen von Jürgen und Wolfgang, einerseits praktisch zu denken und auf die Bedürfnisse der Data einzugehen. Ja, was willst du da verstauen? Wie kannst du das verstauen? Wie ist es jederzeit leicht zugänglich? Das alles, finde ich, ist hier gut gelöst und man merkt auch wieder hier den Blick für die Details und ein bisschen auch das Achten auf Qualität, ob es die leichtgängigen Reißverschlüsse sind, die zusätzlichen Haken an der Seite, die großen Fächer, die innen dann auch nochmal ein Reißverschlussfach und so weiter haben. Also hier kannst du einfach super praktisch alles verstauen und kleine Besonderheit, dass es auch dein Darts-Rucksack ist, ist ja zum Beispiel kostenfrei die Individualisierung mit deinem Logo oder Bild, was auch immer du da drauf haben möchtest. Das war also meine Kurzvorstellung zu dem Triple 20 Darts Rucksack. Macht gerne mit bei der Verlosung. Einen könnt ihr ja gewinnen. Dazu müsst ihr nichts anderes tun, als unten in die Kommentare reinzuschreiben. Ich bin dabei. Also liebe Leute, macht gerne mit. Die Aktion läuft bis Ende März, dann wird verlost. Ja, und ich habe meinen Rucksack ja gepackt. Ich gehe jetzt zum Darten. Lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.